Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Oh, warte. Dieses Kackding. Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute geht es mir tatsächlich darum, den größten Anfängerfehler aller kreativen Arbeiten aufzuzeigen. Ich beziehe mich in diesem Video ausschließlich jetzt auf designerische Sachen, weil ich in erster Linie halt Designer bin und kein Dekorateur oder wie auch immer man das nennt. Aber diesen Trick könnt ihr wirklich auf jede kreative Arbeit anwenden, die ihr ausübt. Der größte Fehler ist es nämlich, dass ihr eure Designs nicht plant. Wie ihr das macht, welche Schritte ich dabei nutze, zeige ich euch in diesem Video. Let's go! Zuallererst einmal, warum ist es wichtig, seine Designs zu planen? Zum einen kommt ihr schneller zu eurem finalen Ergebnis. Zum anderen habt ihr eine bessere Selektion der Ideen, weil ihr sie schon vor euch aufgebreitet habt. Der dritte Punkt ist, dass ihr eine bessere Ideenfindung haben werdet. Ihr werdet wahrscheinlich schon irgendwelche Ideen zu dem Projekt, was ihr habt, vor Augen haben. Allerdings solltet ihr das nicht direkt in Illustrator, InDesign, wie auch immer umsetzen, sondern zuerst einmal eine Skizze anfertigen. An der Skizze könnt ihr dann nämlich auch tatsächlich schon sehen, passt das überhaupt so, wie ich es mir gedacht habe. Die andere Sache ist, wenn ihr euch einfach mal hinsetzt und ein paar Skizzen macht, werdet ihr schnell sehen, ihr werdet sofort schneller kreative Einfälle bekommen und euch denken, ah, so könnte man auch noch vorgehen. Wenn es dann zu eurem finalen Projekt geht, dann habt ihr natürlich schon eine Skizze vor euch, ihr habt eure Notizen vor euch und dementsprechend könnt ihr wie bei einer Checklist einfach abhaken, das habe ich schon getan, das habe ich schon getan, das habe ich drin. So vergesst ihr auch wirklich nichts Wichtiges in eurem Design. Ja, aber was für Schritte mache ich in der Planung? Als allererstes wird das hier euer bester Freund. Das ist ein Skizzenbuch, wo ich nicht nur Skizzen reinmache, sondern tatsächlich mir auch als erstes Notizen mache. Damit will ich nicht sagen, dass ich mich hundertprozentig auf etwas festlege, wenn ich sage, es muss die und die Font sein. Nein, ich gehe oft einfach rein und sage mir dann bei jetzt beispielsweise Schriften, in die Richtung soll es gehen. Es soll eine Sans Serif sein, es soll eine Serifenschrift sein, es soll eine comic-mäßige, was verspieltere Schrift sein. Und dann könnt ihr immer noch gucken, welche Schrift passt da wirklich rein. Das könnt ihr dann wirklich auch im Layout-Design machen. Es ist nur wichtig, dass ihr vorher euch ein paar Parameter festlegt, die auf jeden Fall drin sein sollten. Am Anfang gucke ich erstmal, was für Schriften will ich verwenden, was für eine Schriftart, welche Schriftgröße, was für Familien. Soll irgendwo großer Durchschuss sein? Sollen die Abstände der Buchstaben weit auseinander sein? Sollen die Wörter weit auseinander stehen? Mache ich irgendwo Umbrüche? Wie auch immer. Also das überlege ich mir tatsächlich im Vorhinein, wie gesagt, sehr grob, dass ich sage, okay, das Wort da unten sollte sehr viele Abstände haben, weil es den Charme von dem gibt, was ich haben will. Allerdings müsst ihr euch dann nicht auf eine Schriftart festlegen oder genaue Durchschuss oder genaue Größe oder wie gesagt, es sollte frei sein, aber ihr solltet euch trotzdem Gedanken machen, wie das angeordnet sein sollte. Die zweite Sache ist natürlich Farbe. Farbe ist einer der wichtigsten Sachen, wenn es um Design natürlich geht, neben der Schrift. Farben drücken viel aus und auch hier solltet ihr euch nicht direkt auf eine Farbe festlegen, aber ihr solltet gucken anhand der Farbtheorie, welche Farben passen zu dem, was ich für einen Look erzeugen möchte, was ich vermitteln will mit der Grafik, mit dem Logo, wie auch immer. Da sind natürlich Farbkombinationen wichtig, dass ihr guckt, welche Farben passen zueinander. Mache ich vielleicht sogar Farbabstufungen? Und was haben die Farben für eine Bedeutung für den letztendlich, der es am Ende sieht? Was natürlich auch noch sehr wichtig ist, sind die Komponenten auf dem Bild. Will ich reine Grafik haben? Will ich das mit Text haben? Will ich Bilder drin haben? Wie ordne ich das an? Was für Parameter habe ich? Wie groß soll etwas dargestellt werden? Wie viel Anteil soll etwas in der im finalen Layout haben? Und das ist halt auch was sehr, sehr Wichtiges. Dort ist auch klar, dass ihr nicht genau festlegt, das muss so 72,8% Bild sein und der Rest Grafik mit Text. Nein, guckt einfach. Und da ist dann auch im nächsten Schritt, wenn wir die Skizzen machen, sehr wichtig, dass ihr euch da ausprobiert. Das könnt ihr auch im Nachhinein dann noch immer festhalten, wenn ihr an den Skizzen dann halt seht, okay, das
wie ich es mir gedacht habe, klappt doch nicht so gut. Aber es ist trotzdem wichtig, sich vorher zu fragen, will ich einen professionelleren Look haben? Zum Beispiel für YouTube-Thumbnails, dann nutze ich mehr Grafik statt Bild. Und dementsprechend ist es halt einfach wichtig, sich da vorher auch Gedanken drüber zu machen. Wenn es dann auch in Richtung Kunden geht oder was ihr euch natürlich auch immer selber fragen solltet, ist das, was ich mache, für den Druck bestimmt? Ist es für digital bestimmt? Was für ein Zielformat habe ich? Also was für eine Größe, was für ein Format habe ich? Das sind einfach wichtige Parameter, die man sich vorher notieren sollte, um auch dann in der Anordnung bei den Skizzen zu sehen, passt das alles, wie ich es möchte. Nachdem ich dann mir meine Notizen zusammengesammelt habe, mache ich ein Moodboard. Ja, und für die Leute, die nicht wissen, was ein Moodboard ist, ich gehe einfach in Google rein oder per Social Media oder wie auch immer, um mir einfach Inspiration zu holen. Ich gebe meine Parameter, die ich habe, dass ich sage, ich möchte Grafik mit Bild und Text und so weiter und so fort. Es sollte im Comic-Stil sein, bei Google, Social Media, wie auch immer ein und suche mir dort dann dementsprechend Bilder raus, die zu dem passen, was ich machen möchte. Und nehme mir dann da halt auch ein paar Elemente raus, wenn ich mir denke, das könnte man gut mit dem kombinieren. Oder so eine ähnliche Idee hatte ich schon im Kopf. Lass uns die doch irgendwie noch da umsetzen. Oder vielleicht, nee, das ist sogar noch viel besser als das, was ich letztendlich im Kopf hatte. Ihr werdet ein weites Spektrum finden an Sachen, die ihr verwenden könnt für euer Layout. Man kann das Rad nicht komplett neu erfinden und es ist völlig okay, dass ihr euch aus Sachen Inspiration zieht. Die ganzen zusammengesammelten Bilder, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Thumbnail erstelle, sammle ich dann in einer, ja, Übersicht. Also ich setze mir ein DIN A4-Blatt an, von mir aus auch als PDF oder als Ausdruck. Als Ausdruck wäre es tatsächlich besser, wenn ihr einen Farbdrucker habt. Und habe die dann alle im Überblick, um dann in dem nächsten Schritt die Skizzen mir natürlich dann anzugucken, was könnte ich jetzt wirklich für Elemente übernehmen. Auch die Moodboards könnt ihr gerne euren Kunden zeigen, damit ihr wisst, wenn der Kunde sagt, das mag ich sehr gerne, dass ihr wisst, in welche Richtung es an sich schon mal geht mit dem Design. Dann erstelle ich tatsächlich die Skizzen. Wow, wer hätte es gedacht? Ja, ich arbeite dort dann meine Kriterien, die ich mir in eine Liste geschrieben habe, ab und gucke natürlich auch, was für Elemente ich letztendlich dann aus dem Moodboard übernehmen möchte oder vielleicht abwandeln möchte, dass es besser in die Richtung passt. Vielleicht verwendet der eine Designer dort eher einen Kreis, das passt aber nicht zu dem Auftreten, das ihr erzeugen wollt und nehmt dann lieber ein Viereck, Fünfeck, wie auch immer, um letztendlich den Look zu erzeugen, der dann zu eurem Style passt, den ihr erzeugen wollt. Und wie gesagt, bei den Skizzen kommen mir tausend neue Ideen, womit ich dann vieles aus meinen alten Entwürfen dann wieder über Bord werfe und aber die komplett neuen Ideen dann verwirkliche. Ihr werdet beim Skizzenzeichnen 100% tausend neuer coole Ideen bekommen, wie ihr das noch gestalten könnt. Das bekommt ihr nicht, wenn ihr direkt ins Layout-Design reingeht, weil ihr euch dort denkt, ich will meine Sachen, so wie ich sie im Kopf habe, umsetzen. Dann sieht es scheiße aus und ihr bastelt darin rum, anstatt einfach mal was komplett Neues zu probieren. Warum? Weil es zu lange dauern würde, wieder was Neues dort auszuprobieren. Wenn ihr aber eine geile Skizze habt, die euch 5 Minuten gedauert hat und letztendlich die dann über Bord werft, ist es nicht so schlimm, wie wenn ihr eine halbe Stunde Arbeit vielleicht in InDesign wegwerft. Zudem sieht man auf Skizzen, wie das Layout letztendlich wirkt. Ihr könnt daran halt wirklich schon festmachen, funktioniert mein Gedanke oder funktioniert er nicht. Und wie ich es ja auch schon gesagt habe, man sieht die Ideen schneller auf Papier, als es in einem Layout-Programm der Fall wäre. Fassen wir alles nochmal zusammen. Wenn es daran geht, Designs zu planen, dann ist wichtig zu wissen, dass ihr schneller an finale Ergebnisse kommt, dass ihr bessere Selektion der Ideen haben werdet, dass ihr eine bessere Ideenfindung haben werdet und dass ihr wichtige Dinge im Design letztendlich nicht vergesst. Was für Schritte mache ich in der Planung? Als allererstes gehe ich an der Schrift und überlege mir, welche Art von Schrift, welche Familie von Schriften, welche Größen, welche Durchschuss, welche Abstände brauchen die Sachen in meinem Layout.
Dabei ist auch wichtig zu sagen, es muss nicht final festgelegt sein. Farben. Farben sind ebenfalls sehr wichtig für euer Layout, deswegen überlegt euch vorher schon Farbkombination, Farbabstufungen und was für Farbbedeutungen die Farben haben, die ihr vermitteln wollt. Komponenten. Hier ist wichtig zu sagen, wollt ihr nur Grafik mit Text, wollt ihr nur eine Grafik, wollt ihr Grafik mit Bild oder wollt ihr eine Kombination aus allen dreien? Was für Komponenten habt ihr, die ihr wieder einbauen könnt aus anderen Sachen, um das alles kooperativ zu gestalten? Also beispielsweise ist im Logo ein Funkeln zu sehen. Dann solltet ihr dort ebenfalls auch irgendwo dieses Funkeln einarbeiten, weil es einfach kooperativ dann ist. Überlegt euch auch, wofür wird das Design letztendlich benutzt? Für Druck oder digital? Dementsprechend ist auch wichtig zu wissen, was für ein Farbschema ihr benutzt, ob RGB oder CMYK. Als allerletztes ist auch noch wichtig hier, was für ein Zielformat habe ich? Moodboard. Ja, dort gucke ich einfach nach existierenden Layouts, die meinen Kriterien entsprechen und lasse mich daran inspirieren. Dies könnt ihr auch euren Kunden zeigen, damit ihr dort dann letztendlich wisst, was für eine Richtung sich der Kunde wünscht. Sachen für mein Moodboard beziehe ich aus Google, Stockseiten und Social Media. Skizzieren. Dann arbeite ich mit meinen Kriterien und meinem Moodboard Skizzen aus. Dabei sehe ich dann tatsächlich, dass ich viele coole neue Ideen bekomme, die ich dann ebenfalls in Skizzen umfertigen kann, damit ich letztendlich im Layout mir das Beste daraus aussuchen kann. Zudem sieht man, wie das Layout auf einen wirkt. Außerdem sieht man die Ideen wesentlich schneller, als wenn man sie direkt in einem Layout-Programm verwirklichen würde. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, würde ich euch bitten, ein Like zu geben. Checkt auch bitte meine Webseite aus, wenn ihr einen Designer sucht. Wenn ihr coole Pullis haben wollt oder auch Poster für euer Zimmer, die relativ preisgünstig im Vergleich zu anderen Seiten sind, wo man sowas anbieten kann, kostenfrei, dann checkt gerne mal auch meinen Link in der Beschreibung aus. Dort kommt ihr zu meiner Spreadshirt-Seite, wo es Pullis, Poster und so weiter alles gibt. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und ciao!